So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und das Gute ist, wir haben endlich ein Registier gefunden. Ich fühle mich beobachtet. Wir haben endlich ein Registier gefunden am Busbahnhof. Die schlechte Nachricht ist, es regnet, es drascht, es hagelt in Strömen. Man sieht nichts mehr. Das ganze Auto ist beschlagen. Und Pupsi ist auch am Start, ne? Die wollten mich nämlich noch mal besuchen, bevor ich nach München gehe. Wir haben jetzt gepostet, sie möchte nämlich auch mitmachen. Ich habe jetzt gewechselt auf das blaue Team, dass die ganzen Blauen mitmachen, weil ich vorhin ja die Gelben hatte, um noch mit den anderen zu interagieren, mit den anderen Accounts. Aber irgendwie meldet sich kaum jemand, nachdem den ganzen Tag gefragt wird immer, Ramses, wann machst du endlich die Steals, die Regis, die anderen, die Brocken, die Tüten, die was weiß ich. Habe ich es jetzt gepostet und zwei Leute waren bis jetzt da, Schilling 3, Kuli Dieter. Jetzt hat sich hier Johann W. und Madu dazu geschrieben. Das heißt, die werde ich gleich noch adden. Und hab den ja eh angesetzt für 14.50 Uhr. Ist ein bisschen langwierig, wenn ich das gerade so sehe. Sind noch 15 Minuten. Aber in der Zeit können sich noch ein paar Leute eintragen. Ich meine, ich habe 6 Accounts am Start. Pupsi ist dabei zu 7. Wir hätten das auch so geschafft. Aber wir wollen ja die Community ein bisschen mitnehmen. Wenn es jetzt nur 4 Leute wären, wäre das auch nicht so schlimm. Es müssen nicht immer 10 sein, die man einlädt. Wenn es gerade keiner sieht oder keiner Bedarf hat, weil es nur Regi-Stil ist, muss das ja nicht sein. Ich persönlich fand Regi-Rock sowieso auch besser, aber morgen Regi-Stil-Raid-Stunde und deswegen heute Regi-Stil-Community-Raid. Jetzt mal gucken, wer sich noch meldet. Dann nochmal sagen, wen wir alles einladen und dann... So, mittlerweile haben sich ein paar mehr eingetragen. Mittlerweile weiß ich aber auch, wer der war vorhin, der beim Mega Lamus nicht mehr reinkam. Das war nämlich der Gusi Darit. Und es hat mir unendlich leid getan, dass Gusi Darit nicht mit reingekommen ist, weil er sich irgend so eine Meininger-Pokémon-Spielerin reingeschmuggelt hat in den Raid. Deswegen hat er sich jetzt eingetragen bei dem und ich habe gedacht, geil, jetzt nehme ich den sowas von mit. Hat sie hier eingetragen. Ich habe ihn jetzt geaddet. Ich habe seinen Trainercode eingegeben. 2195-6753-7055 und es steht jedes Mal jetzt da, Spieler nicht gefunden, ich kann ihn nicht adden, ich habe jetzt einen Kommentar hier unter den Kommentar geschrieben, Spieler nicht gefunden, keine Ahnung, heute ein schwarzer Tag für Gusi Darit, erst ist die Lobby voll, weil mit dem anderen war er schon befreundet, mit dem nicht, deswegen muss ich den da adden, wahrscheinlich hat er irgendwann mal seinen Trainercode geändert und das ist jetzt der alte oder so, keine Ahnung. Aber guckt mal, was hier ist. Hühnchen und Brötchen. Das heißt, solange wie die Leute sich noch eintragen, es sind nämlich immer noch 6 Minuten, solange die sich noch eintragen, ich adde, die annehmen, sonst was, werde ich jetzt mal hier so ein komisches Hühnchendings probieren. War nämlich reduziert im Rewe. Das ist übrigens mit Kräuter. Macht man normalerweise, glaube ich, an Salat oder so vielleicht mit rein. Kann aber auch so essen. Mir fehlt jetzt gerade das Brötchen, aber ich habe keine Hand mehr frei. Deswegen werde ich das gleich weglegen und werde es essen. Ist auf jeden Fall übelst würzig. So, ich habe jetzt hier geaddet. Schilling 3, Sarina Matzekin, Johann haben angenommen. Johann W. Irgendwie fehlen aber von den ersten Madu und Kuli Dieter. Und die 5, die ich danach geaddet habe, da sind alle da. Sprich, Detti, Tom Tonne, Adrian Moing, Luigi Serrada, Trainer Sir Ups. Die sind alle am Start. Von den ersten fehlen 2. Vielleicht nehmen die jetzt noch fix an und haben Glück. Ansonsten gehe ich jetzt mal hier überall drauf. Pupsi sicherlich auch. Aber immer bedenken, der Einlader muss zuerst rein, ne? Lasst dem die Zeit. Irgendwie ist es auch mega laut gerade, aber egal. Werfen wir die zwei mal rein, gucken mal, wer jetzt noch da ist oder wer nicht. Mit dem Gussi Darin habe ich gar keine Ahnung, woran das jetzt lag. Adrian Moing, Luigi Sada, Detti, Trainer Sir Ups. Die sind auf jeden Fall... Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe 3 ausgewählt und es steht da, es können keine weiteren Einladungen gesendet werden. Ich gehe noch mal kurz raus. Also noch mal kurz raus, bitte. Doch mal ganz gemütlich.
Ich muss warten, bis Pupsi überall raus ist, sonst ist die Lobbyzeit kaputt. Bei denen drauf, bei denen drauf. Bei geht irgendwie alles schief. Drücken auf Einladen. Haben Adrian, Detti, Luigi, Lucia, Trainer Sir Abs, Tom Tonne. Und hier Johann W. Madu ist jetzt auch dabei. Sarina Schilling. Drei. Aber Kulidita fehlt irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall diese reduzierten komischen Hähnchenfiletstücke leer gegessen. Ich habe auch noch eine zweite Packung davon mitgenommen. Und ein Brötchen habe ich noch dabei. Pupsi will sich dann wahrscheinlich Käsepommes holen. 7 Stück sind drin. Das heißt, wenn jetzt ein Fremder reinkommt, wäre es gar nicht so schlimm. Weil dadurch, dass Kulidita fehlt, ist irgendwie eh ein Platz noch frei. 12. Insgesamt hätten wir eigentlich jetzt 17 sein müssen, aber wenn alle reinkommen plus Pupsi, sind wir trotzdem ja dann 16. Das sieht gut aus. Wir warten jetzt einfach kurz ab, bis die Zeit kommt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr noch einen Shiny braucht, ob ihr keinen Shiny mehr braucht, ob ihr schon ein gutes habt, habt ihr einen 100, habt ihr sonst was. Jetzt sind es 16, wie ich sehe. Pupsi ist auch drin. Schilling. Luigi Sarada, Sarina, auf der Suche nach Fremden, Detti, Trainer Sir Abs, Adrian Moing, Tom, toll, Althexe 65, aber es sind jetzt 17, das heißt, es müssten trotzdem alle drin sein und Waldhexe zusätzlich, weil ein Platz, wie gesagt, wäre ja frei gewesen jetzt für den Fremden, dadurch, dass Kulidita nicht da ist, Madu, Johann W. sind auch drin. Dürfte trotzdem jetzt perfekt sein, aber wieder ohne Gusi Darit. Muss mal gucken, wie ich das schneide. Ich sitze ziemlich in der Mitte, dass der Bildschirm überhaupt neben mich Platz, neben mir Platz hat. Mal gucken, ob ein Shiny dabei ist. Alter, es ist einfach viel zu laut. Registier könnt ihr am besten natürlich Feuer nehmen. Oder ihr nehmt Kampf. Kampf-Pokémon auch sehr gut gegen Stahl. Heute nehmt ein Feuerkampf-Pokémon, Logok. Alter, die heizen hier vorbei. Hauen wir mal drauf, mit 17 Leuten dürfte das ja fix vorbei sein. 100er Wert weiß ich auch wieder nicht. Ich darf nicht da drücken, fällt alles ein. 100er Wert habe ich gerade nicht am Start, aber wir gucken einfach dann wieder, was das höchste ist von allen. Und halt nach dem Shiny Ausschau und ich hoffe, in München würde es dann etwas ruhiger und gemütlicher mit Videos machen, denn irgendwie fühle ich mich so gehetzt heute von einem Ding zum nächsten hin und her. Ihr merkt das sicherlich auch, dieses gemütliche Entspannte von sonst ist einfach gar nicht da. Man rennt von einer Sache zur nächsten, jetzt war das mit Naturin, Flatti, jetzt kommt das schon wieder mit Ismo und Hannes. Das soll eigentlich Urlaub sein, aber irgendwie ist es noch mehr Stress als sonst. Zwischendurch alles noch hier abfertigen und dann noch Termine haben irgendwo, hin und her fahren, abends schon wieder streamen, also ja. Es schrumpft. Guck mal hier durch. Jetzt habe ich immer zu Blasen im Hals, weil mir immer zu dieses Hähnchen durch die Gegend fliegt. Da ist auf jeden Fall schon ein Shiny dabei. Obwohl ich das eigentlich auch nicht mehr bräuchte. Drücken wir mal hier weg, drücken wir mal da. 13,76. 13,91. Okay. Wir können euch mal das Shiny zeigen. Das sieht man nämlich hier. Wenn wir das so wegmachen, wieder drauf, müsste das auch nochmal glänzen. Shiny, bam. Wie sieht es bei dir aus? Nix. Was ist das höchste? 13,80. 13,80. Wir drücken mal aufs Große. Mit 18 Bällen. Ob das noch was ist? Auf jeden Fall kein Shiny. 13,87. Ist ganz gut, aber 13,91 ist, glaube ich, ein 91er. Irgendwas in dem Bereich. Es müsste also über 14 irgendwas kommen. Keine Ahnung, wie ich die Kamera jetzt schon wieder machen soll. Es ist so mies, im Auto aufzunehmen. Ich meine, ich weiß, Sabrina macht das gerne.
gerade bei ihren Raid-Touren sitzt sie im Auto, hat die Kamera da vorne. Ich habe keine Ahnung, wo ich das überhaupt hier hinstellen soll. Hier ist kein Platz. Es ist übelst warm. Es ist. Ich würde mich lieber dann neben das Auto stellen, die Kamera aufs Dach stellen, in Ruhe draußen fangen, gemütlich an der frischen Luft. Aber im Auto ist das nichts für mich, keine Ahnung. Oder wenigstens in den Kofferraum stellen. Haben wir auch schon gehabt. Wir können mal gucken, wie sich's fangen lässt. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Wir haben das bei Regi Rock gehabt. Der fliegt wenigstens nicht. Der geht nicht nach links und rechts. Der steht einfach in der Mitte wie ein Klotz. Greift ab und zu natürlich an. Ansonsten, der Kreis ist relativ groß. Einfach fabelhaft ist eigentlich auch kein Ding. Also fangen lassen sich die drei Klötze meiner Meinung nach richtig genial. Finde ich besser als Iveltal, besser als alles andere, was in letzter Zeit so da war. Hier, seht, da muss man sich gar nicht groß Mühe geben. Haust du drauf, einfach fabelhaft. Ich bin mal gespannt, trotzdem morgen Raid-Stunde, auch wenn das Teil jetzt nicht so krass ist, außer für GBL vielleicht. Ein 100er würde ich trotzdem maxen und vielleicht auf 50 ziehen, mir das mal angucken, was das kann. Wir werden es aber schnell bewerten. Haben jetzt ein 96er. Wie kann das, obwohl es natürlich wieder viel weniger WP hat, ist es insgesamt aber besser als das andere. 96er, okay. Ist schon in Ordnung. Und wir können euch noch zeigen, wie wir das Shiny fangen. Wenn die Kamera jetzt wieder runtergefallen ist. Drücken nämlich einmal hier. Nehmen extra einen gelben Bären, denn der kann ja nicht fliehen, der Bär, verstehst du? Einfach fabelhaft draufgeworfen. Müsste jetzt auch drin bleiben im ersten. Jetzt wurde ich auch gerade eingeladen von Tick Kekslord. So, der ist auch drin. Und dann würde ich sagen, vorbei hier mit den komischen, schmierigen, stressigen, komischen Videos in letzter Zeit. Ich hoffe, nächste Woche Dienstag zum Community Raid ist alles ein bisschen gechillt, dass man irgendwo in der Stadt steht, wartet gemütlich auf einen Raid, nimmt den mit und hat dann unendlich Zeit am restlichen Tag, weil man ja dann nicht noch streamen muss und nicht noch andere Dinge. Also hier schnell durchdrücken. Das war's von dieser Folge aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer verschwitzter Ramses und schreibt mir rein, wie gut eures war, ob ihr schon Shiny habt, ob ihr noch eins braucht. Ich brauche eigentlich gar nichts, also ich mache das nur zum Spaß, ja. Und es ist übrigens ein Spezial-Raid-Wochenende angekündigt, aber mehr dazu in den Infos überall und wir können auch am Mittwoch nochmal drüber reden. Bis zum nächsten Mal, peace out, vorhaut euer Ramses.